Es war der erste große Auftritt von Bundestrainer Joachim Löw im WM-Trainingslager. Und es war unverkennbar, dass er voller Tatendrang steckt. Trotz der Fragezeichen um den ohne Spielpraxis angereisten Manuel Neuer und um den noch nicht voll belastbaren Jerome Boateng versprüht der Bundestrainer Zuversicht, angetrieben von der Jagd nach dem 5. WM-Titel für Deutschland. Gregor Schnittger über den ersten richtigen Trainingstag in Südtirol und über die Pläne von Joachim Löw. Das Bild des Tages lieferte Manuel Neuer. Er fliegt wieder und wirkt topfit. Zur großen Freude des Bundestrainers. Stand heute ist, er hat überhaupt keinerlei Probleme. Auch nicht bei der allerhöchsten Belastung wie Sprünge und so weiter. Also von daher sieht es im Moment sehr gut aus. Wenn alle angekommen sind, werden es 27 sein, die um ihr WM-Ticket kämpfen. Für 4 wird es nicht reichen, offenbar aber befindet sich jeder in einer aussichtsreichen Position. Ich habe jetzt keinem Spieler gesagt, dass das sozusagen nur auf Bewährung hier ist, weil alle sollen jetzt irgendwie die gleichen Chancen haben. Wir wollten auch niemanden verunsichern. Der Titelverteidiger will den Titel verteidigen. Die Zielsetzung klingt banaler, als die Umsetzung werden dürfte. So etwas Großartiges wie vor 4 Jahren noch einmal zu erleben. Die Lust darauf scheint groß. Solche Momente möchte niemand verpassen. Von daher kommt jeder Spieler hier mit einer unglaublichen Motivation an und will es natürlich auch beweisen und will es zeigen, dass er dazugehören kann. Gut trainieren aber reicht nicht. Jogi Löw wünscht sich den perfekten Teamspieler. Jeder muss wissen, dass er nur ein Puzzleteil ist in diesem Erfolg. Und alleine niemand Weltmeister werden kann, egal wie viele Tore er macht oder was auch immer er tut. Er braucht alle anderen. Und zu den anderen gehören auch die Fans. Noch so ein Bild des Tages.